Jeep, das bedeutet amerikanische Weiten, das Abenteuer, Offroad-Fahren. Was wenige wissen ist, mittlerweile sind viele Jeep teilelektrisch unterwegs, aber es gibt noch keinen Jeep, der voll elektrisch unterwegs ist. Und genau das soll der hier jetzt ändern. Das hier ist der Jeep Avenger, voll elektrisch. Wir schmeißen uns einmal rein in den Jeep und was sehen wir hier? Ein relativ aufgeräumtes Cockpit, ein bisschen mehr Plastik, aber tatsächlich muss man auch sagen, das ist ja jetzt auch ein Auto, was nicht ganz oben mitspielen soll, sondern was so ein bisschen die Masse abholen soll und dementsprechend finde ich das eigentlich ganz gelungen. Es ist alles durchaus clean, es gibt aber noch genügend Knöpfe, wie ich ja immer finde, ganz schön. Und hier ganz nett auch die Automatik-Wähltasten, in diesem Fall kein Hebel, sondern einzelne Tasten. Wenn man hier aber mal rumguckt, sieht man auch Tasten, die einem bekannt vorkommen, wie zum Beispiel diese Drive-Mode-Taste. Die kenne ich zum Beispiel vom Opel Astra oder vom Peugeot 308. Warum das Ganze? Ja, weil dieses Auto auf der gleichen Plattform steht, also auf der EMP2-Plattform. Und damit wissen wir auch, welcher Antriebsstrang hier drunter steckt, nämlich der 156 PS Motor, die E-Maschine mit 260 Newtonmeter Drehmoment. Und die hat laut WLTP rund 390 Kilometer Reichweite, sagt Jeep. Der Jeep ist nur 4,8 Meter kurz, das heißt eigentlich von den Ausmaßen her ein Kleinwagen und er hat, Achtung, eine elektrisch öffnende Heckklappe. Mercedes A-Klasse hat das ja nicht, aber gut, lassen wir das. 380 Liter Kofferraumvolumen, bei umgeklappter Rückbank sind es 1111. Also ich finde eigentlich eine ganz nette Größe. Wir haben jetzt hier aber eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ERP2-Plattform, das heißt, wir haben hier nur einen Fronttriebler. Und genau das geht bei Jeep natürlich nicht. Deswegen habe ich eine kleine Überraschung. Da hinten, da steht der Allradler. Was gibt's zu den Preisen zu sagen? 40.000 Euro roundabout muss man, glaube ich, investieren. Also wenn man so einen Mokka E daneben stellt, der kostet knapp unter 40.000 Euro. Der Jeep wird vielleicht noch ein bisschen höher angesiedelt sein und der 4x4 dann nochmal on top. Aber ich denke, in dieser Klasse durchaus ein fairer Preis.